bei der Unterstalleralm im innersten Vilkrautental in Osttirol ist gerade der richtige Platz zum Grüß Gott in Österreich sagen. Überhaupt von einer Sendung wie die unsrige den Titel hat, Hohe Wege, Wallfahrt und Wanderung. Und hohe Wege gibt's da nur. Da gibt's einmal einen um ins Defrecken, da geht man so 5-6 Stunden. Ein anderer hoher Weg geht um nach Südtirol, ins Gsiersertal, ebenfalls so 5-6 Stunden. Und was die Wallfahrt betrifft, gibt's unzählige hohe Wege, die nach Maria Lugau führen. Maria Lugau im Kärntner Lesachtal. Aber in erster Linie möchte ich daherin von einer Wanderung reden, die vor fast 1000 Jahren begonnen hat und aus dem Innervilkrauten umgeführt hat ins italienische Sappada, südlich des Karnischen Kammes. Da sind die Leute von da weggezogen, das Tal wird einer zu eng geworden sein und sie haben sie drüben angesiedelt. Und was sie mitgenommen haben und bis heute behalten haben, ist die Sprache, der Tiroler Dialekt. Der alte Tiroler Dialekt wird heute in Sappada, Bladen, noch geredet, wie wenn es gestern gewesen war. Und unsere Wanderung nimmt da natürlich ihren musikalischen Anfang mit den Seespitzler. Die sind gleich da drüben im Schatten vor der Almhütten und das werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. So wie der Chor geht's mir auch hier und da. Ich bin voll Bewunderung für die Musik, für die Natur. Einfach alles, was die menschlichen Sinne positiv in sich aufnehmen können. Ja, die Landschaft im Vilkrautental ist groß und weit aus der Sicht. Aber wenn man drin leben muss, wird sie natürlich eng und schmal. Bei der Oberstalleralm merkt man es, wie die Hütten zusammenrucken, wie die Schafe, wenn das Wetter schlecht wird. Aber sie müssen einfach einen lawinensicheren Platz haben, die Hütten. Und die Kapelle darf nirgends fallen.
Das atmet so viel Geborgenheit, so viel Sicherheit, so viel Schönheit. Das Mühlradl braucht man im Moment nicht. Das ruht, aber das Wasser rauscht trotzdem munter weiter. Innerfilgratten. Liegt schön drin im Tal. Auf dem einzigen Ort, wo es einen Platz hat. Oben am Hang die Bergbauernhöfe und unten im Tal das Wasser, der Bach. Und draußen, wo das Tal gar ist, wo es einmündet ins Trautal, die Burg Hainfels. Es müssen nicht alle die großen Dome und Kathedralen sein, die einen mit Respekt und Achtung erfüllen. Manchmal tut es so eine kleine Kirche wie St. Peter und Paul in Hainfels bei Siljan. Ah, da kommt man aus dem Staunen nicht raus, wie schön die Kirche beieinander ist. Dieser prachtvolle gotische Altar ist kein Riesenwerk, aber er beeindruckt durch seine Schönheit und seinen gepflegten Zustand. Er ist fast 500 Jahre alt, Heinrich von Villach dürften so um 1520 gemacht haben. Und so hat man, wenn man da herinsteht, ein Gefühl der Hochachtung vor der kleinen Pfarrgemeinde, die das alles zwegen gebracht hat und so wunderbar pflegt. Die Kirche schmiegt sich sozusagen an die Burgruine Hainfels an. Und die war für uns lang nicht zugänglich. Da haben die Besitzer durch die Jahrhunderte oft gewechselt und bis vor einem Jahr war es überhaupt nicht denkbar, dass man innerhalb der Mauern einmal reinschauen konnte. Jetzt hat Hainfels die Burg einen neuen Eigentümer und der war so freundlich und hat uns das Burgtor aufgesperrt. Und drum wird er da drin jetzt besonders schön musiziert vom Pixner Trio. Thank you.
wie ich das Pixner Trio so betrachtet habe, habe ich mir gedacht, siehst, so kann man den Begriff Burgfrieden auch sehen. Die Geborgenheit in einer großen Burg. Und da wieder die Sicherheit, wenn man ein Wasser überqueren will, das oftmals ein wildes Wasser sein kann. Die Banzendorfer Brücke, die Bohnbrücke, wie man sagt dazu, ist vor 300 Jahren sowas von schwäbischen Zimmerleuten erbaut worden. Das sind die alten Bewohner der Anhöhe, die Schaflern. Die wollenen Geschwister. Ja, in Innervielgratten wird das alles aus Schafwohl gemacht. Und da geht's übers Trautal um, nach St. Oswald. Und schon langsam dem Karditscher Sattel zu. Karditsch. Die große Landschaft des Karnischen Kammes. Der Obstanzer See. Und die Königswand, die Kinnegat, wie man sagt dazu, war unlängst einmal im Sonderangebot, da hätte man es kaufen können. Ich weiß aber nicht, ob was geworden ist draus. Obertilliach, ein Ort, der sich sein Antlitz noch in jeder Weise bewahrt hat. Es ist allweil wieder ein schönes Erlebnis, wenn man so durchs hohe Gras spazieren kann. Wir sind da heroben in Raut, das ist schon auf Kärntner Boden. Und unten liegt der bedeutende Marienwallfahrtsort Maria Lugau. Es werden jetzt bald 500 Jahre sein, dass die Wallfahrt da durchgeführt wird. Und die Leute kommen von überall her, vom Bustertal auf. Sie kommen von Kärnten her, von Italien, von vorne a Voltri, von Sapada, von der Sauris, von Sechsten kommen sie um. Und das sind alles stunden- bis tagelange Märsche, die die Leute da auf sich nehmen. Wir gratulieren auf unsere Art zu dem Jubiläum.